Und damit, jo, Leute, ich bin wieder back am Start. Heute mal in der Woche, denn gestern kam CS 2 raus. Und ja, ich möchte natürlich CS 2 heute mal spielen. Let's go! Das alte Badge für 2012 bis 2023, obwohl ich erst 2019 angefangen habe. Oder 2018, ich weiß es doch selber nicht. Ich werde jetzt meine erste Runde spielen. Ich werde auch mal ganz kurz gucken. Ah ja, guck mal, du kannst das zwei einzeln auswählen. Deswegen würde ich sagen, queuen wir mal direkt rein. Halt so unfassbar gut aus jetzt schon. Ich habe jetzt noch kein Benchmark oder sowas ausgeführt. Das heißt, es könnte sein, dass das Spiel vielleicht leicht ruckelt. Ich weiß es nicht, ob wie das sein wird, weil das Problem ist, ja, eigentlich müsste das ja relativ flüssig laufen, sag ich mal. Oh, jetzt muss ich auswählen, in welchem Team ich sein will. Okay, dann gucken wir doch mal rein. Okay, dann würde ich sagen, starten wir doch mal direkt in die erste Runde. Okay, das sind wirklich viele und boah. Warte mal, muss man sich jetzt die Dings kaufen oder? Hat man keine USPS mehr? Wieso habe ich denn jetzt eine P2000? Okay, stabil. Kommt jemand? Schade. Aber okay, der letzte ist AFK. Das ist sowas in CS2 direkt am ersten Tag, oder in den ersten 24 Stunden besser gesagt. Ich meine, wie kann das sein, dass schon wieder kurz bevor das Spiel rauskommt, also es ist ja jetzt draußen offiziell, dass die ersten schon wieder AFK sind. Was ist das? Es fängt genauso scheiße an, wie es begonnen hat. Die haben sich dieses Badge, wie scheint, reingemacht. Okay, schöne Runde. Schöne Runde. Ja, ich muss mich erstmal so ein bisschen an das ganze Aussehen und so gewöhnen. Und stimmt, diese neue Smoke ist ja jetzt auch im Spiel. Ich muss sagen, es sieht sehr geil aus. Muss ich einfach mal an der Stelle sagen. Boah, auch die Waffe sieht so stabil aus. Jung, und auch die Ragdolls sind auch sehr, sehr nice. Das Feuer sieht auch sehr, sehr stabil aus. Problem ist, ich hatte halt noch keine Zeit, bisher eine Runde zu spielen. Ich mach mal den Ton ein bisschen leiser. Hatte noch keine Zeit, irgendeine Runde zu spielen, deswegen ist das jetzt gerade wirklich für mich was ganz Besonderes. Ja, die AWP soll auch anders schießen mittlerweile. Aber wie sich das verhält, werde ich noch sehen. Und stimmt, das ist auch neu. Man sieht, dass die beiden Smokes anders aussehen. Das liegt daran, dass diese Smoke hier von den Terroristen geworfen wird und diese hier, diese etwas bläulichere oder hellere, von den Counter-Terrorists.
Das liegt vor allem daran, ich muss mal gucken, wie man hier einkauft. Das liegt daran, weil ja, die Qualität natürlich der Smokes anders sind. Und das hat man halt in diesem Spiel quasi implementiert, quasi selbstgebaute Smokes sind halt ein bisschen dunkler und professionelle Smokes quasi von den Counter-Terroristen hält länger. Und das ist mein erster AWP-Kill. Ich muss sagen, es fühlt sich ehrlich gesagt nicht anders an. Also, ich fühle ehrlich gesagt keinen Unterschied. Schade. So, 6000. Ja, ich spiele einfach so weiter. Ich glaube, man kann die USPS kann man irgendwie. Kann man wie. Alten CS quasi binden. Also, ich glaube, nicht standardmäßig ausgerüstet. Ah ja, guck mal. Stimmt, ich habe gar keinen Skin drauf, merke ich gerade. Oha. Ach komm, als ob ich den nicht getroffen habe. Ah, schade. Okay, der letzte ist AFK, wie scheint, ja. Alles klar. Schau ich mal, ist das direkt? Ne. Muss ich dann alles nächste Runde, wie scheint, binden? Ich habe jetzt erstmal den normalen Look, normale Optik. Das ist over. Das ist over. Aber nee, jetzt mal ehrlich. Also, ich frage mich wirklich, wie viel es gerade geht. Aber das werde ich schon rausfinden. Ich werde mich mal hier ein bisschen verkämpfen. Hatte der was? Natürlich nicht. Habe ich den wenigstens einmal getroffen? Hat sich nämlich nicht so angehört, als hätte ich ihn einmal getroffen. Ich hoffe es doch. Okay. Ups. Jetzt habe ich doch ehrlich meine AWP weggeworfen, ich Idiot. Versuche natürlich jetzt noch am Ende Kill zu machen oder zwei. Auf jeden Fall gut. Oh, die ersten Lags, wie ich mitbekomme.
Dann machen wir jetzt mal so. Ist einfacher. Let's go, ein Feuerkill. So muss das. Komm schon, 2 gegen 1. Gegen 1 und das wird sehr interessant. Okay, geht doch. So, dann entschärfe mal, mein Gutster. Let's go. Das ist das Ding. Also ich gehe mal davon aus, dass es bis 10 geht oder sowas in der Art, weil ich glaube, das war mal auch im alten Cisco so, dass diese großen Runden nur bis 10 gingen. Vielleicht haben die das jetzt auch geändert, dass es doch bis 13 geht. Mal sehen, mal sehen. Ich werde auf jeden Fall sehen. Ich habe schon mal keine Steps. Das liegt daran, weil ich tot bin. Ja. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 2k, naja. Davon kann man sich eigentlich nicht wirklich gut kaufen. Vielleicht spiele ich nächste Runde mal Deagle oder sowas. Vielleicht kann ich damit ein bisschen mehr reißen. Aber ich muss auch sagen, diese großen Runden sind einfach unübersichtlich. Unübersichtlich as fuck, Junge. Das Ding ist, ich weiß auch gar nicht, ob man noch CS1 zocken kann, also CSGO. Weil ich habe mir gestern das Update runtergeladen zu CS2. Dann stand bei mir, dass das Update nicht geladen werden konnte. Habe ich CSGO nochmal deinstalliert, nochmal installiert. Dann hatte ich CSGO und auf einmal hat er mir CS2 extra runtergeladen. Und jetzt habe ich einmal CSGO und CS2 auf meinem Desktop. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das noch funktioniert oder ob jetzt einfach die Server nicht mehr funktionieren. Das kann ich ja mal gleich nochmal zum Testen nachschauen. Versteht, dass auf jeden Fall das 2 bald wahrscheinlich nur das einzige sein wird, was noch da bleiben wird. Das 1 wird höchstwahrscheinlich nicht überleben. Wieso? Also, CSGO meine ich natürlich. So. Immer die M4. Na gut. Ich muss sagen, das neue Kaufsystem ist mir ein bisschen so verwirrend. Ich meine, ich komme da zwar noch rein, aber ich vermisse ehrlich gesagt das alte System. Ich würde es cool finden, wenn man das umstellen könnte irgendwo. Ich weiß nicht, ob man das kann. Vielleicht kann man das sogar. Ich kann ja mal nachschauen. Ich meine, das ist hier so meine erste Runde, deswegen sollte das jetzt nicht so schlimm sein. Achso, der stand da auch. Okay, sorry. Gegen 7, das ist stabil. Also die sind auf jeden Fall in Überzahl, das merkt man. Aber er steht trotzdem unentschieden, mehr oder weniger. Das überrascht mich ehrlich gesagt. Ah, okay. Ja, es war mir so klar, es war mir so klar. Erzählen. Okay. Aber wir haben verloren. Nein, das war's.
Hätte man versucht zu entschärfen, hätte man ihn vielleicht noch aus der Ferne killen können oder so. Aber, naja, egal. Egal, egal. Oh, das ist schon die Entscheidungsrunde, also geht's doch nur bis 8, okay. Gut, ich würde sagen, warte mal, ich hole mir noch schnell Granaten. Ich brauche die und ich brauche die. So, und dann sehen wir mal. Ein 1 gegen 1. Let's go! Let's go! So, schauen wir mal, ob jemand AFK steht. Bruh. Als ob der da gekämpft hat. Bodenlos. Einfach nur bodenlos. Mir fällt auch gerade auf, man hat gerade gesehen, wie viele welche Waffe gekauft haben. Und da waren so kleine Punkte unter dem. Was mit der die? Okay. Nett. GG. GG. Gut, meine Damen und Herren, ich würde sagen, das war's heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke. Wir sagen, sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann würde ich sagen, ciao. Leute.